Im Zentrum der Eifel, im Kreis Daun, liegt Neroth, ein Ort mit ca. 1000 Einwohnern. Im Hintergrund der bewaldete Nerother Kopf, ein Vulkankegel. Seine Lavaschlacke lieferte im Mittelalter Werkstoff für Mühlsteine. Die Reste des Burghauses zeugen noch von der Freudenkoppe. Diese Burg hatte König Johann von Böhmen im 15. Jahrhundert erbaut. Im alten Stollen des Steinbruchs gründete sich 1919 der Nerother Bund als Teil der Wandervogelbewegung. Auch viele Nerother wurden zu Wandervögeln, allerdings nicht freiwillig, denn die Landwirtschaft konnte im 19. Jahrhundert die Ernährung nicht mehr sichern. Von der Slowakei importierte der Nerother Theodor Klaes in den 1830er Jahren das Drahtwarenhandwerk. Von den 4 Betrieben in Neroth produzierte das Unternehmen Pfeil als letztes bis 1979. Der Film stellt die Arbeitssituation möglichst wirklichkeitsgetreu nach. Die Drahtwaren, allen voran Mause- und Rattenfallen, wurden in den Werkstätten der Unternehmer oder in Heimarbeit gefertigt. Und ich wollen so eine Bauern da wohnen? Nein. Kein Mensch mehr. Da kann ich eigentlich schlafen, die Bauern da lange wie Achterloch. Viele Arbeiter spezialisierten sich auf ein bestimmtes Produkt. Die hier gezeigte Pfeilsche Drahtwerkstatt diente als Werkraum für 4 Fallenmacher und gleichzeitig als Kontor. Im Nachbarraum befand sich eine Holzbearbeitungswerkstatt. Dort wurden die Holzteile für bestimmte Fallentypen zugerichtet. Im Stockwerk darüber lagen die Wohnräume. In diesem Anbau seines Wohnhauses befindet sich die Werkstatt von Franz Steffes. Als Heimarbeiter produzierte er jahrelang für das Unternehmen Pfeil und die Gerolsteiner Drahtwarenfabrik Oos. Wie sein Vater stellte Franz Steffes Rundfallen her. Als Hauptwerkstoff dient verkupferter Eisendraht. Von der Rolle schneidet Franz Steffes Drahtstücke für die Bügel ab, aus denen sich das Fallengerüst zusammensetzt. Das Brett dient unter anderem als Maßbrett. Nägel und Klammern markieren die Schenkellänge der Bügel. Erst nach dem Abmessen und dem Biegen wird der Bügel abgeschnitten. Für eine Rundfalle baut Franz Steffes das Gerüst aus 4 solchen Bügeln auf. Er und seine 8 Geschwister wurden schon als Schulkinder mit einfachen Drahtarbeiten betraut. Der Vater, der selbst 25 Jahre am Draht schaffte, wie man in Neroth sagt, lernte sie an. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte sich das Gewerbe so stark in Neroth verbreitet, dass es die wirtschaftliche Not zu lindern vermochte. Als Folge wanderten aus Neroth bedeutend weniger Personen nach Nordamerika aus als aus anderen Gemeinden. Der Verdienst war hart erarbeitet. 13 und mehr Stunden täglich mussten hauptgewerbliche Drahtflechter und ihre Frauen am Draht schaffen. Sogar die Kinder hatten ein durchschnittlich 3-stündiges Pensum zu bewältigen. Im nächsten Arbeitsgang verbindet Franz Steffes die 4 Gerüstdrähte, indem er sie in der Mitte umwickelt. Nach dem Abknipsen des Drahtüberstandes drückt der Fallenmacher die Bindung mit der Zange fest. Mit
Mit Zange und Messdraht wird die Bindung auf die Mitte ausgerichtet und gleichzeitig verdichtet. Auf diesem Eisenbahnschienenamboss erhält die Bindung letzten Halt. Franz Steffes krümmt nun die Schenkelenden der Bügel. In dieses Häkchen hängt er später eine der beiden Einschlupföffnungen. Viele der Nerota-Fallen sind Lebendfallen, in denen gefangen nicht getötet wird. Stattdessen werden die gefangenen Nager in der Falle ertränkt. Durch Biegung der Bügelschenkel nach innen erhält die Rundfalle nach dem Spreizen der Schenkel ihre charakteristische gewölbte Form. Die Nerota-Drahtfallen stellten eine Neuigkeit auf dem Fallenmarkt dar. Im Rheinland lösten sie die üblichen Holzfallen ab, fanden rasche Verbreitung und Anerkennung. Franz Steffes hängt eine Einschlupföffnung, auch Fang genannt, ein. Die gebogenen Bügelenden greifen um den Ring des Fanges und werden mit der Kneifzange festgeklemmt. Die Fänge haben außen einen größeren Durchmesser als innen. Dadurch können die Tiere hinein, aber nicht wieder herausschlüpfen. Rundfallen gab es als reine Drahtfallen oder als Ausführung mit achteckigem Holzboden. Unter seinem Sitz zieht der Mausefallenmacher einzelne Bindedrähte hervor und verankert sie in der Mitte des Fallenbodens. Jedem Bügelschenkel ordnet er einen Bindedraht zu, durch den später zwei übereinander verlaufende Drahtlagen miteinander verknüpft werden. Die Flechter bezogen den Draht von Drahtziehereien in Blumenthal, Gerolstein und Köln. Franz Steffes führt nun den Flechtdraht nach Augenmaß in gleichen Abständen als fortlaufende Spirale um das Gerüst. Immer da, wo der Flechtdraht sich mit einem Bügelschenkel kreuzt, umschlingt er ihn mit Bindedraht. Bei einer solchen Verarbeitung handelt es sich um ein aufgebundenes Geflecht. Ende des letzten Jahrhunderts erhielt das Drahtwarengewerbe offizielle Förderung. Eine Verzinnerei wurde eingerichtet, um die Qualität der Ware zu verbessern. Zudem hielt man Kurse ab, um das Gewerbe auch in anderen Orten anzusiedeln. Der seitliche Fang wird eingesetzt, bevor das Flechten weitergeht. Der Mausefallenmacher spart neben dem Fang eine Stelle aus. Hier setzt er zuletzt ein Blechtürchen mit Verschluss, das zum Beködern und Herausnehmen der Mäuse notwendig ist. Von der Haspel wickelt sich der Draht mühelos ab. Durch jahrelange Übung geht Franz Steffes die Arbeit leicht von der Hand. Es hieß, man dürfe den Draht nicht anfassen, er müsse durch die Finger gleiten. Einige Familienväter setzten die Drahtartikel als Hausierer selbst ab. So schalteten sie den Unternehmer als Zwischenhändler aus, sodass ihre Familien für den gleichen Verdienst weniger arbeiten mussten. Die Bauern des Dorfes beneideten jedoch Hausierer und Heimarbeiter um das Wenige, über das sie verfügten.
Bei der letzten Drahtwicklung zieht Franz Steffes die Bindedrähte mit der Flachzange stramm. Nach Fertigstellung dieser Rundfalle hat der Mausefallenmacher 22 Runden Flechtdraht über das Gerüst gelegt und an 176 Stellen mit diesem verbunden. Ohne weiteres Vernähen werden die Bindedrähte nach dem Flechtvorgang abgerödelt. Korbfallen waren besonders gefragte Produkte des Nehrother Gewerbes. Da steht links in der Ecke von der Tür inwendig ein Mansur Heiliger. Da war ich doch so verblüfft, dass ich überhaupt nicht wusste, wie ich reagieren soll. Ne? Und da sehe ich doch meinen Irrtum ein und da kam der Pastor. Na, sagten sie, sagte, lieber Mann, was haben Sie denn Schönes da? Ach, sag ich, ich habe hier Maus- und Rattenfallen. Die werden sie wohl auch vielleicht gebrauchen können. 1885 gründete Johann Jakob Pfeil mit Teilhabern die Pfeil und Kompanie Nehrother Drahtwarenfabrik. Sein Sohn Josef übernahm den Betrieb, der zum Gründungszeitpunkt 30 Haushaltungen beschäftigte. Dagegen sorgten 20 Mussfallskrämer, also Mausefallenhändler, selbst für den Vertrieb ihrer Ware. Josef Pfeil hatte sich mit seiner Werkstatt auf irische Lochmausefallen spezialisiert. Mit einer Eigenkonstruktion, dem Federeisen, wickelt er Drahtspiralfedern. Die Feder wird mit einer eingehängten Schlinge in das hölzerne Fallengerüst eingelassen. In einem Arbeitsgang entstehen die beiden Spiralen durch einige Kurbelbewegungen. Die Feder dient zum Spannen der Falle. Das angelockte Tier löst durch Benagen des Köders den Fangmechanismus aus und gerät so in die Schlinge der zurückschnellenden Feder. Wie andere Drahtwarenunternehmer unterhielt auch Josef Pfeil zeitweise ein Kolonialwarengeschäft. Die Stammkundschaft setzte sich aus den beschäftigten Drahtarbeitern zusammen, denn die Bauern verfügten nicht über Bargeld für einen Einkauf. An einem weiteren Federeisen stellt Josef Pfeil durch eine Rechts-Links-Drehung die Halterung für die Schlinge her, die bezeichnenderweise auch Galgen genannt wird. Das Federeisen gehört zu den Spezialwerkzeugen, wie sie geschickte Drahtflechter für ihren Bedarf entwickelten. Josef Pfeil setzte seine Drahtartikel in den 50er und 60er Jahren insbesondere an Grossisten ab, da die Hausierer sich in einem anderen Betrieb eindeckten. Ein Großteil dieser Fallen wurde über Zwischenhändler nach Irland und England ausgeführt. Die Nachfrage erklärt sich aus der strengeren Regelung der Giftanwendung in diesen Ländern. In den in der eigenen Holzwerkstatt gearbeiteten Fallenblock setzt der Mausefallenmacher nun die Federn ein. Die Spiralenden versenkt er in den vorgesehenen Öffnungen. Vorher ist auch der Galgen am anderen Ende eingehängt worden. Der Galgen soll beim Spannen der Federn mit einem Garn zur Deckung mit dem Schlupfloch kommen.
Der Köder wird innen an einer Nagelspitze in Kontakt mit der Fadenspannung befestigt. Beim Benagen des Köders soll der Faden durchgebissen werden und die Feder zurückschnellen. Neben den Hauptprodukten, den Mause- und Rattenfallen, gehörten zum Warenangebot auch zahlreiche Haushaltsartikel. So fertigt das Ehepaar Rosa und Franz Braconnier hier in Gemeinschaftsarbeit Schneebesen, wie sie auch heute noch in fast jeder Küche zu finden sind. Rosa Braconnier benutzt zum Abmessen einzelner Drahtteile ein Maßbrett, wie es auch Herr Steffes für die Rundfalle verwandte. Die Drähte werden anschließend zu Bügeln gebogen und in ein gelochtes Halteplättchen gesteckt, bevor sie in einen Spiralgriff montiert werden. So, nun kannst du ihn legen. Die Drahtflechter benutzten verkupferten, verzinkten oder verzinkten Eisendraht. Durch Polieren erhöhte sich der Glanz. Ja, das hat mir eigentlich nicht an. Ich kann 20 die Finger verbrennen. Der Griff des Schneebesens, eine Drahtspirale, entsteht auf einer Bohrwinde. Statt der Bohrschraube hat Franz Braconnier einen längeren Eisenstab aufgesetzt, der bei der Drehung gegen die Tischkante drückt. Der Oberschenkel dient als Widerlager. Meist wurde die Drahtflechterei als Nebenerwerb zur Landwirtschaft ausgeübt. Selbst die Hausierer kehrten zur Feldbestellung und Erntezeit ins Dorf zurück. Auf einem Rundholz mit abgestuften Durchmessern können Bügel aller Schneebesengrößen gebogen werden. Rosa Braconnier steckt die 10 Bügelarme durch das gelochte Blechplättchen. Die Drahtwarenbetriebe warben für ihre Erzeugnisse durch Zeitungsinserate, Fotografien, Prospekte und Kataloge. Um die Jahrhundertwende bietet ein Katalog des Pfeilschen Unternehmens außer Fallen und landwirtschaftlichen Geräten zahlreiche Küchen- und Haushaltsartikel wie Schneebesen, Eier, Brot- und Fruchtkörbe, Speiseglocken und Blumenampeln an. Die Hausierer vertrieben ausschließlich Fallen. Anders war es bei den wenigen Hausiererinnen, die auch Haushaltsartikel verkauften. Die Frauen mussten auch den Haushalt versorgen. Deshalb reisten sie nicht monats-, sondern wochenweise, um sich am Wochenende der häuslichen Arbeit und den Kindern zu widmen. Ein Bügelarm muss länger als alle anderen sein. Über diesen wird die Griffspirale gezogen. Darauf folgt das Einspannen der kürzeren Arme in den Griff. Ich hatte mir Glück. Abschließend biegt Franz Braconnier am längeren Drahtarm eine Öse. Sie fixiert die Bügel im Griff und dient gleichzeitig als Aufhänger. Matthias Schottes,
durchlief alle Positionen des Gewerbes. Er war nacheinander Heimarbeiter, Hausierer und Gründer eines Familienbetriebs für Drahtprodukte. Er war spezialisiert auf schwierigere Arbeiten aus dickem, verzinntem Draht. Hier fertigt er eine Kuchenplatte. Das Gerüst besteht aus 4 stärkeren, mittig zusammengebundenen Drähten. Auf den gebogenen Schlaufen steht die Platte. Die umwickelten Gerüstdrähte werden gespreizt und gewinnen durch einen inneren und einen äußeren Ring, die im nächsten Arbeitsgang eingelegt werden, an Halt. Sein Familienunternehmen betrieb Matthias Schottes zwischen 1948 und 1953. Mit der in Heimarbeit hergestellten Ware belieferte er etwa 40 Hausierer, denen er die Drahtartikel zum Vertriebsort schickte. Um gleich große Bindedrähte für das Geflecht der Tortenplatte zu erhalten, wickelt Matthias Schottes den Draht in Form einer 8 auf 2 Nägel an seinem Arbeitstisch. In den 1950er Jahren gingen Heimarbeit und Hausierhandel rapide zurück. Die handwerkliche Herstellung konnte mit der fabrikmäßigen Produktion nicht konkurrieren. Der Verdienst wurde immer geringer. Deshalb wechselten viele Heimarbeiter in den Bausektor, der gerade eine Hochkonjunktur erlebte. Das Einkommen eines Bauarbeiters, der nebenberuflich Landwirtschaft betrieb, reichte für den Unterhalt der Familie. Das bewog auch Matthias Schottes, 1953 seinen Betrieb aufzugeben. Inzwischen ist die Tortenplatte mit einem Geflecht versehen worden. Im Gegensatz zu den Fallen werden bei der Tortenplatte die Bindedrähte vernäht. Die Nähroter Erzeugnisse sind fast immer nach dem gleichen Verfahren gearbeitet, dem aufgebundenen Geflecht. Das Geflecht wurde in der letzten Produktionsphase des Pfeilschen Unternehmens aus Rationalisierungsgründen durch fabrikmäßigen Gitterdraht ersetzt. Franz Braconnier galt als besonders geschickter Drahtarbeiter, der auch erfolgreich neue Werkzeuge für die Drahtwarenherstellung entwickelte. Neben verschiedenen Fallen fertigte er auch Blumenampeln. An diesen Ampelkorb, aus zackenförmigen Bügeln und 2 Ringen zusammengesetzt, verankert er 4 schneckenartig gewundene Dekordrähte. Das ist schon richtig, Uso. Tun wir mal da hier. Ja. Das ist das komplizierte Jahr der Welt. Die Aufhängung der Blumenampeln besteht aus Spiralen, die ebenso hergestellt werden wie die Griffe der Schneebesen. Die Blumenampeln sind Nutz- und Zierartikel. So spart Franz Braconnier auch nicht an verspieltem Dekor. Kritisch untersucht er sein Werk, um eventuelle Mängel zu beseitigen. Auch die Fallen wurden regelmäßig getestet. Rosa Braconnier ist ihrem Mann behilflich, während er die 4 Spiraldrähte an den vorragenden Dekordrähten befestigt. Gut. Vor dem Zweiten Weltkrieg standen diese Blumenampeln hoch in Kurs. Sie schmückten insbesondere Wintergärten und Balkone.
Matthias Schottes fertigt nun einen Massenfänger. Diese auf Vielfachfang ausgerichtete Falle setzt sich aus 6 Längsbügeln und 2 Kopfbügeln zusammen. Die umgebogenen Enden des halbkreisförmigen Kopfbügels verhakt er und kneift sie mit der Zange zu. Die fertige Falle weist an einem Ende einen Eingang mit Falltürchen auf. Das vorgefertigte Innengehäuse ergänzt der Fallenmacher durch ein Blechplättchen. Nur an einer Seite wird es beweglich befestigt. Die andere Seite muss offen bleiben, damit die eindringende Maus oder Ratte durch die Falltürwirkung ins Innere gelangt. Es gibt für das gefangene Tier keinen Weg zurück, denn ein Gewicht am befestigten Plättchenende bewirkt, dass das Türchen in die Ausgangsposition zurückspringt. Matthias Schottes hat die Längsbügel bereits mit einem Kopfbügel verbunden. Jetzt platziert er das Gehäuse mit der Falltüre an der vorgesehenen Stelle. Dem offenen Gerüstende hat der Drahtflechter ein sogenanntes Kopfbrett aufgesetzt. Die Enden der Längsbügel sind mit Holzkeilen festgeklemmt. Das Kopfbrett ist nicht Fallenbestandteil, sondern eine Arbeitshilfe. Es sitzt drehbar auf einem starken Bügel. Wenn man den Flechtdraht um das Fallengerüst wickelt, wird die Falle den Arbeitsbewegungen mühelos folgen und sich um ihre Längsachse drehen. Der Kopfbügel hinter dem eingesetzten Gehäuse soll eine gleichbleibende Fallenform gewährleisten. Während des Flechtens verschiebt Matthias Schottes den zweiten Kopfbügel wiederholt in Richtung Kopfbrett. Drahtartikel sind beständige Erzeugnisse. Ein Verkaufsgebiet kann frühestens nach 3 Jahren erneut aufgesucht werden. Daher versuchten die Hausierer, den Zielort ihrer nächsten Tour immer geheim zu halten. Das galt auch für die Frauen. Gaben sie auf der Post eine Warensendung für ihren Mann auf, stellten sie die Pakete mit der Adresse nach unten. Matthias Schottes hat das Geflecht bald fertiggestellt. Jetzt trennt er die Keile und das Brett vom Fallengerüst. Auch der zweite Kopfbügel hat seine Funktion erfüllt und wird abgenommen. Die überstehenden Enden der Längsbügel biegt der Fallenflechter nach innen. Es sieht nun so aus, als habe die Falle damit ihre endgültige Form erreicht. Doch der Eindruck täuscht. Als Endstück mit geringerem Durchmesser wird Matthias Schottes ein Türchen beifügen für die Entnahme der gefangenen Tiere. Der aufgelegte Ring zeigt an, wie weit die Längsbügel zu stutzen sind. Der Massenfänger mit Ausmaßen bis zu 55 cm Länge und 25 cm Breite stellt ein imposantes Drahterzeugnis dar. Die Hausierer, wie hier Vinzenz Leclerc, stellten die Ware selbst her oder kauften sie beim Erzeuger. Die Unterhaltung wird in Dialekt und in Jenisch, einer Geheimsprache fahrender Händler, geführt. Ja, ich muss mir Frevel zu machen. Oh, nur langsam. Ja, nur, das wird nicht langsam. Das tut noch nicht. Ich muss dir noch wieder schauen. Was brauchst du da? Hast du ein Schirr, Hengeli? Ja, ich habe ein Schirr. Was? Ich habe ein Schirr. Ja. Kannst du da beschirmen?
Geschwommen? Ja. Schores? Bauch. Kennen. Ja, ich hab's dir gekriegt, aber sonst nicht. Ja, los, also die erste willst du brauchen. Die erste hat ja nicht bezahlt. Ja, lass doch los. Ja, da die Scherzlöcher waren, die waren. Ja, nur langsam. Ja, du, was brauchst du eigentlich? Der ganze Satz für den Tag. Der ganze Satz muss ich schon. Noch ein Knäffchen. Da schreiben sie, was duft. Schätz. Ei, du, noch mal, da passt du auch wieder. Wie die passen da gut? Oh, ja, ich sag jetzt, wenn du schon zur Schäme kommst, ich später von dir. Hast alles verkündigt? Kein Schätz, alles verkündigt. Ich später von dir. Ich werde dir ein für den ersten Tag. Hast du da Pecht? Hast du Schätz? Oh, der Schätz. Der ist für dich jetzt. Ich hab das letzte Mal gesagt, das geht meist nicht ohne Jahre. Schätz, dein Herr ist hat Lobby. Der ist für dich jetzt mit Wochen und dann kriegst du auch Lobby vom Schätz. Was hättest du da hier? Ja, Tomeres, die war. Frau Franzischen. Warte, ist da hier. Frau Kimpjoch. So war die so den ganzen Tag gebrochen. Ein Jangler bei Mattes lässt das ja. Ja, das ist richtig. Kein Schütz, zwei Franzischen, die durch den Schnitt rum. Ja, du ich kann aber auch noch einen Stupen. Stupen, ja, auch einen Stupen dabei. Stupen muss ich schon. Ein Stupen dabei. Der kippt auch daheim. Der kippt daheim. Die anderen können schei. Und Frau Kimpjoch. Mann, das ist ja immer noch, ja, das soll uns ein Rattenklapp verloren. Der ist schon alles verkauft. Der erste Loch ist weiter hinten ist ja ein Loch, ne? Da hinten ist ja, ne? Da ist ein Loch fallen, ne? Der erste Mal ist ein Loch fallen geworden, ne? Ja, der erste Mal noch ein Loch. Das Kämpchen, ne? Ja. Der erste Mal noch ein Kund. Der erste Mal noch die Schlafer. Der erste Mal noch die Lochfallen, ne? Nerota Heimarbeiter und Hausierer haben mit dem Drahtwarengewerbe über 130 Jahre hinweg erfolgreich wirtschaftliche Krisenzeiten gemeistert und schon früh wirksame Selbsthilfe geleistet. Die Hausierer gehörten zum Straßenbild einer überschaubaren Welt. Die rapiden Wandlungen des alltäglichen Lebens, die andere Vertriebsformen mit sich brachten, beendeten den traditionellen Hausierhandel.